Hallo und herzlich willkommen zu LTV Aktuell am Mittwoch. Wir nehmen Sie heute mit in die Lagune. Dort schauen wir, ob man schon von Normalität beim Bahn und Saunieren sprechen kann. Außerdem stellen wir Ihnen eine Gruppe Nachwuchsjournalisten vor. Wir starten aber mit einem umstrittenen Thema in Deutschland, der Maskenpflicht. Beim Einkaufen haben sich die meisten wohl schon daran gewöhnt. Bevor es in den Laden geht, muss die Maske überzogen werden. Das soll vor allem dem Schutz der Mitmenschen dienen. Dabei gilt die Pflicht nicht nur in Supermärkten. Vor allem in öffentlichen Verkehrsmitteln kommt man Fremden teilweise besonders nahe. Dort scheinen es immer mehr Menschen mit der Maskenpflicht aber nicht ganz so ernst zu nehmen. Bei Cottbusverkehr geht man davon aus, dass knapp 30% aller Fahrgäste keine Maske tragen. Deshalb prüft man nun, wie man die Maskenpflicht besser durchsetzen kann. Weder die Maske soll eine Strafe sein oder irgendeine Form von, ja, was auch immer, Fessel oder Maulkorb, wie es ja auch von einigen genannt wird. Und auch dementsprechend geht es nicht darum, dass man die Leute jetzt zwingend bestraft, sondern es geht in erster Linie erstmal darum, das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass es eben auch Menschen in den Fahrzeugen gibt, die einfach diesen Schutz brauchen, weil sie selbst eine Risikogruppe angehören. Und dass man ihnen ja auch dieses Recht auf Mobilität irgendwo und von A nach B zu kommen und Freizeitaktivitäten nachzugehen, was auch immer, dass dieses Recht einfach erhalten bleibt. Und das funktioniert eben nur, wenn eben auch gesunde oder dritte Personen sich eben genau daran halten, was momentan geboten ist. Wie man nun sicherstellen will, dass sich mehr Menschen an die Maskenpflicht im Nahverkehr halten, ist noch offen. In Berlin wird das zum Beispiel von der Polizei kontrolliert. In Brandenburg ist das jedoch noch nicht vorgesehen. In der Cottbuser Innenstadt wurde heute eine ungewöhnliche Flagge gehisst. Sie steht für ein Bündnis, das sich für eine Welt ohne Atomwaffen stark macht. Neben Cottbus beteiligen sich weltweit rund 8000 andere Städte daran. In diesem Jahr jährt sich zum 75. Mal die Bombardierung von Hiroshima und Nagasaki. Deshalb appelliert das Bündnis an die Weltmächte, den Massenvernichtungswaffen ein Ende zu setzen. Das schwedische Friedensforschungsinstitut Sipiri schätzt den aktuellen Bestand aller Kernwaffen und mehr als 13.000 Stück. Vor allem Ferienkinder werden die Nachricht mit Freude aufgenommen haben. Die Lagune darf seit einigen Tagen wieder öffnen. Klar, dort gelten strenge Hygienerichtlinien und auch die Abstände müssen eingehalten werden. Beides scheint aber gar nicht so sehr den Badebetrieb einzuschneiden. Die Besucher kommen ganz gut mit den Regeln klar. Seit dem 13. Juni kann man in der Lagune wieder seine Bahnen schwimmen. Aber auch hier unter Einhaltung gewisser Regeln. So sehr schneiden die aber gar nicht in den Alltag der Lagune ein. Die meisten Corona-Maßnahmen lassen sich hier gut integrieren, sodass man sie fast gar nicht merkt. Trotzdem ist alles streng mit dem Gesundheitsamt abgestimmt. Es ist keine Maske erforderlich, auch nicht beim Eintreten in die Lagune. Das ist schon mal gut, so dass man erstmal ein angenehmes Gefühl hat einzutreten. Natürlich Kontaktaufnahme ist klar. Am wichtigsten, am allerwichtigsten ist die Abstandsregelung, 1,5 Meter. Entsprechend wurde alles ausgemessen. Die Lagune ist groß, die Halle ist riesig, das Freibad ist riesig. Ebenso die Saunalandschaft, 3000 Quadratmeter. Insofern können wir den Abstand einhalten und können auch trotzdem viele, viele Gäste bei uns begrüßen. So können zeitgleich mehrere hundert Besucher schwimmen oder einfach entspannen. Auch Gruppensport findet endlich wieder statt, das langersehnte Wiedersehen unter Freunden. Eingeschränkt durch die Corona-Maßnahmen fühlt sich hier keiner. Nö, eigentlich nicht. Außer, dass man die Richtung einhalten muss und mal dort duschen muss. Aber es ist gar nicht schlimm. Ist alles gut. Wenn man sich an die Regeln hält, ist das keine Einschränkung für mich. Super. Muss so sein im Moment und damit ist gut. Das Verständnis und die Weitsicht der Badegäste sind essentiell für einen reibungslosen Ablauf. Auch Saunagänger können weiterhin schwitzen und entspannen. Die Untergrenze für die Temperatur wurde nach oben gesetzt, um dem Virus auch hier keine Chance zu bieten. Es wird vorgegeben, dass man die Saunen ab 80 Grad Celsius öffnen darf. Und das haben wir eben gemacht. Wir haben alle Saunen hochgeheizt und entsprechend haben wir 4 Saunen, die wir zur Verfügung stellen können, sodass man den Saunagenuss trotzdem haben kann. Was nicht stattfindet, sind Aufgüsse, ja, weil eben bei den Aufgüssen gewirbelt wird mit dem Handtuch, führt zu Luftverwirbelung und somit auch Übertragungsrisiko durch Aerosole. Und um das zu vermeiden, haben wir das erstmal sein lassen. Ganz ohne Einschränkungen geht es eben nicht. Doch wer sich an die Regeln hält, kann in der Lagune auch weiterhin Körper und Geist treiben lassen. Musik
Dank dem Regen der letzten Wochen hat sich die Wassersituation in der Spree wieder etwas entspannt. So lag der durchschnittliche Abfluss am Pegel Leipzig vor 3 Wochen noch bei 1,5 Kubikmetern pro Sekunde. Mit 2,9 Kubikmetern hat sich der Wert nun aber fast verdoppelt. Da stabilisiert die Situation zwar etwas, dennoch ist man weiterhin deutlich vom Regelwert im Juli entfernt. Der liegt bei 4,6 Kubikmetern pro Sekunde. Ein Grund dafür ist unter anderem, dass es anders als in der Lausitz in Sachsen nur wenig geregnet hat. Dort sind die Talsperren immer noch nicht voll. Die Niedrigwassersituation hält also weiter an. Diese Nachwuchsjournalisten wagen sich gleich an die ganz harten Themen. Es geht um Krankheiten, Operationen und auch um den Tod. Mit all dem sind Ärzte und Pfleger am Sanna-Herz-Zentrum täglich konfrontiert. Sie haben den jungen Reportern einen Tag lang Rede und Antwort gestanden. So viele junge Gesichter sieht man im Sanna-Herz-Zentrum selten. Die neuen Kinder und Jugendlichen lassen sich hier aber nicht behandeln, sondern möchten ihren Wissensdurst stillen. Die sind die Kinderreporter der Lausitzer Rundschau. In der sogenannten Kinderreporterwoche arbeiten sich die Kinder durch verschiedenste Themengebiete. Die Nachwuchsjournalisten erhalten so einen ersten Einblick in die Arbeit eines Redakteurs. Jeden Tag haben wir ja ein spezielles Programm, dass wirklich jeden Tag irgendwas Journalistisches entsteht. Also das kann, ist ein Beitrag mit Fotos, eine Bildergalerie oder Videos, wo die Kinder im Prinzip aktiv mitwirken. Und heute zum Beispiel haben wir auch Fragen vorbereitet, die wir nachher dem Oberarzt noch stellen, die wir gestern vorbesprochen haben. Die Kinder überlegen sich halt, was interessiert sie wirklich. Also dass wirklich ein Beitrag rauskommt, auch der so das Interesse der Kinder wirklich abbildet. Also unser Anspruch heißt wirklich, dass jeden Tag auch was vorzeigt. Zeigbares in der Zeitung, im Internet oder auf den sozialen Medienkanälen wirklich zu sehen ist dann. Wie wird man eigentlich Chirurg? Wie gehen Sie mit dem Tod eines Patienten um? Oberarzt Dr. Volker Herwig musste den neuen Kinderreportern Rede und Antwort stehen. Er ist Facharzt für Herzchirurgie im Sanna-Herz-Zentrum. Mit seiner langjährigen chirurgischen Erfahrung ist ein Eingriff am Herzen für ihn fast schon Routine. Aber so ein Tag ist auch für den erfahrenen Facharzt etwas Besonderes. Die meisten seiner Patienten sind eigentlich schon im Rentenalter. Das stellt Volker Herwig vor eine ganz neue Herausforderung. Natürlich ist das nicht dasselbe. Ja, bei Kindern muss man doch vielleicht ein bisschen andere Sprache wählen als bei Erwachsenen. Man muss bei den Fachbegriffen mehr aufpassen, muss mehr in die Tiefe erläutern, wo man bei Erwachsenen doch noch schon mehr voraussetzen kann. Ja, aber das ist auch die Herausforderung. Das macht doch den Spaß an der Aufgabe, die ich heute habe. Spaß soll dabei auch im Vordergrund stehen. Der Oberarzt zeigt den Kindern, wie wichtig Hygiene ist oder wie man die Gesundheit des Herzens überprüfen kann. Unter Blaulicht das richtige Händewaschen trainieren und sein eigenes EKG aufzeichnen lassen. Natürlich müssen die Nachwuchsjournalisten selbst direkt nachforschen. Fast jeder von ihnen möchte später einmal Redakteur werden. Ihnen gefällt vor allem die Vielfältigkeit des Berufs. Naja, weil man halt als Reporter auch interessante Leute treffen darf und denen ein paar Fragen stellen darf. Und das kann man halt jetzt einfach nicht einfach mal normal so machen. Und man lernt halt immer wieder so viel Neues. Auch heute hier in der im Sanna-Herz-Zentrum habe ich wieder sehr viel Neues und Interessantes dazugelernt, was mir auch natürlich neue Möglichkeiten eröffnet. Und ja, es ist einfach mega interessant und so vielfältig. Und ja, überrascht mich jedes Mal wieder und macht mir auch super viel Spaß, einfach hier mit dabei zu sein. In einer Gesprächsrunde wurden dann auch noch die letzten offenen Fragen geklärt. Und vielleicht sitzt hier in ein paar Jahren mal einer von Ihnen als waschechter Redakteur im Sanna-Herz-Zentrum. Weil dann kann ich die Operation nicht weiterführen. Ja? Wir können die Kinder nur dazu ermutigen. Vielleicht sieht man sich ja hier vor der Kamera mal wieder. Morgen bin ich aber auf jeden Fall nochmal für Sie zur Stelle. Dann geht es bei uns unter anderem um fürstlich modernes Essen. Das Kavalierhaus in Branitz fiel leider kurz vor der Eröffnung dem Coronavirus zum Opfer. Seit einigen Wochen darf man aber endlich wieder kochen und wir haben uns das angesehen. Morgen also wieder einschalten. Schönen Abend jetzt erstmal für Sie. Machen Sie es gut. Wir empfehlen das Expertenangebot der Woche, wie den Philips Rasierer Series 9000 für nur 116 Euro mit V-Track Präzisionskleben für ein extra gründliches Rasurergebnis. Expert gemeinsam mit Zuversicht füreinander.
Mit der eleganten Lupe SmartLux Digital der Firma Eschenbach haben Sie in jeder Situation die richtige Sehhilfe dabei. Mehr dazu erfahren Sie bei uns. Low Vision Cottbus, Ihr Fachgeschäft für vergrößernde Sehhilfen und Spezialsehhilfen. Friedrich-Ebert-Straße 16. Ich würde sagen, es ist sehr entspannt. Gerade für die Kinder. Die können hier auslaufen, die haben jetzt Ferien, die können sich austoben. Und für uns Erwachsene ist das auch herrlich. Es ist wunderbar hier. Jahre Stadtsportbund Cottbus. Das sind 30 Jahre mit Sport, der Massen begeistert. Hier in Cottbus gibt es immer wieder Profisport mit Weltelite. Großartiger Hallensport mit Eventcharakter hat sich über die Jahre etabliert. Beim Jugendsport sind Sportbegeisterte von klein auf dabei. Für den Sieg das Beste geben und beim Kindersport Teamgeist lernen. Im Parasport wächst jeder über seine Grenzen hinaus. In Cottbus ist man einfach sportlich unterwegs, auch noch bis ins hohe Alter. »30 Jahre Stadtsportbund Cottbus. Werd auch du Teil der Sportfamilie.« »Ist Ihr Blutdruck auch zu hoch?« Knobi Vital, der Knoblauchtrunk aus dem Allgäu. Altbewährt und hilfreich. Und jetzt neu, Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck durch das im Kurkuma enthaltene Kalium. Knobi Vital, erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung und Informationen unter 07528 20 6000. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck. Wochenkurier. Hier sind Sie zu Hause.